Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Miknauf am Mittwochnachmittag. Ja, der Markt hält sich nach wie vor stabil über der Marke von 15.200, nähert sich sogar der Marke von 15.3, aktuell 15.280. Klar, wir sind natürlich heute in Erwartung auf die Federal Reserve, auf Jerome Powell, die Notenbank in den Vereinigten Staaten. Da soll es ja heute einen Zinsschritt geben oder vielleicht auch nicht. Das wäre allerdings eine wirklich große Überraschung, wenn Jerome Powell jetzt pausieren würde. Aber die Thematik der Bankenkrisen liegt ja nach wie vor. Und somit wäre es vielleicht nicht verwunderlich, wenn er dementsprechend jetzt dann mal einen Zinsschritt Pause macht, bevor er im Mai, Juni, Juli wieder mit einer weiteren Erhöhung dann aufwarten könnte. Ja, allenfalls auf der anderen Seite, und davon geht der Markt ein bisschen aus, könnte es auch einen kleinen Zinsschritt von 25 Basispunkten geben. Ja, am oberen Ende liegen die Zinsen in den Vereinigten Staaten ja schon bei 4,75%. Also dann würde man sich natürlich der 5%-Marke annähern, weil Jerome Powell ja immer wieder auch auf das große Thema Preisstabilität beharrt. Sein Arbeitsmarkt ist weitestgehend in Ordnung. Konjunktur und Wirtschaft, ja, sind bis dato noch nicht großartig abgewürgt. Einziger Malus halt eben das Thema der Bankenkrise. Das haben wir ja die letzten zwei Wochen nun wirklich auch in Europa erlebt. Also umso spannender wird das Thema natürlich heute Abend klar und dementsprechend halten sich natürlich auch in Deutschland aktuell die Aktionäre, die Investoren ein bisschen zurück, sind ein bisschen vorsichtig, bevor sie dann weiter mit ihrer Anlageentscheidung weitermachen. Ja, ansonsten muss man sagen, wie gesagt, die Marke von 15,2 ist ja wichtig für uns auch. Sollten wir die jetzt weiter nach oben durchbrechen, dann hätten wir allerdings auch wieder Platz, unser altes Jahreshoch bei über 15.600 nach wie vor zu erreichen und auch zu überspringen. Heißt also, es gilt aktuell tatsächlich bis 19 Uhr am Markt, da werden die Füße stillgehalten. Ja, ansonsten, was hatten wir noch? Meine, die EZB, die hat ja nun schon ihre Zinsen angehoben auf 3,5%, jetzt Christine Lagarde. Da wird es wahrscheinlich auch so weitergehen, weil unsere Inflationsraten ja weiterhin nach wie vor über 8% hausieren. Und ohne dass man jetzt an der Zinsschraube dreht, kann man ja dem der Inflation letztlich auch keine Stirn bieten, muss man sagen. Ja, ansonsten hatten wir noch Zahlen gestern, muss man sagen, und zwar Zahlen von Nike. Und die Zahlen von Nike waren gut. 27% höherer Umsatz hat man gemacht und sowie ein Plus von 17% alleine im Segment Europa, Nahost und Afrika. Gesamtumsatz 12,4 Milliarden Dollar und damit lag man schon wesentlich höher, als die Analysten es hier erwartet hatten. Nettogewinn 1,2 Milliarden Dollar, allerdings 11% unter dem Vorjahreswert. Aber normalerweise haben wir es ja schon mal so, wenn wir gute Zahlen bekommen, dass auch die Wettbewerber, ja, sprich in dem Fall zumindest Adidas und Puma, mit anspringen würden. Das war allerdings heute nicht der Fall. Ja, Adidas sowieso schwer angeschlagen, muss man sagen, trotz neuem CEO Björn Gulden, der aber klar gesagt hat, dass 2023 für ihn zuerst mal ein Übergangsjahr ist, bevor es dann 2024 etwas besser werden könnte. Also auch hier muss man dementsprechend ein bisschen Ruhe und Geduld haben. Ähnlich wie bei den Immobilienwerten. Die sind nach wie vor unter Druck. Eine Vonovia heute mal wieder mit minus 4%, aktuell bei 17,80 €. Liegt aber auch daran, dass der Sektorindex, der Stocks Europe 600 Real Estate, ja, nach wie vor halt eben einen Abschlag von 2,3% hat. Ja, wir haben viele, viele Analysten, die nicht sehr positiv auf die Immobilienbranche aktuell zu sprechen sind. Ja, man sieht halt eben klar gefährdete Mieteinnahmen, man sieht halt eben häufig hohe Schulden und damit halt eben vielleicht verbunden auch bei so manchem Unternehmen eine Kapitalerhöhung. Und das mag man ja im Markt bekanntlich gar nicht. Und wir haben es ja letzte Woche schon gehört von den Zahlen, ob eine LEG oder eine Grand City Properties, die da komplett ihre Dividenden gestrichen haben. Vonovia zahlt zwar Dividende, aber mit einem ordentlichen Abschlag. Also da sammelt man lieber das Kapital, die Liquidität
um halt eben dementsprechend auch noch Geld in der Kasse zu haben. Also bei den Immobilienwerten sieht es momentan tatsächlich nicht so richtig gut aus. Naja, die Banken dagegen, ja, die scheinen sich zumindest leicht zu erholen. Deutsche Bank heute mal wieder über 10 Euro. Und da haben wir ja das Bankenbeben gehabt. Klar, dass wir da natürlich gesehen haben, dass halt eben Deutsche Bank und Commerzbank im Zuge der Bankenpleite der SVB im Silicon Valley oder halt auch der Credit Suisse in der Schweiz massiv unter Druck geraten sind. Aber da scheint man sich langsam aber sicher zumindest mal wieder etwas zu erholen. Auch die Commerzbank kratzt schon wieder an der 10-Euro-Marke, geht also langsam aber sicher nach oben. Also, das sind die Themen für heute gewesen. Schauen wir auf heute 19 Uhr. Dann bekommen wir den Zinsentscheid der Federal Reserve und dann wissen wir sicherlich alle ein bisschen mehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute und einen guten und einen freundlichen Handelstag heute.